Ja, da sind wir auch schon am Ende unserer Messtechnik-Serie VDE 0100 Teil 600 mit dem Erdungswiderstand RE. Der Michael und der Jürgen werden es euch erklären. Und ja, wir sind schon am Planen, welche Messtechnik-Serie wir jetzt weiterführen, was wir als nächstes machen. Seid gespannt und ja, abonniert den Kanal, dann verpasst das auch nicht, gell? Also, ciao! So, und zur letzten Messung. Wir haben gesagt, wir kommen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, nämlich auf die Erdungsmessung, Jürgen. Alle sind wir geerdet. Erdungsmessung ein wichtiger Punkt, weil wir wollen ja im Fehlerfall, dass die Ströme so schnell wie möglich abfließen können, die Fehlerströme. Also ist es wichtig, den Erdwiderstand zu messen, wobei wir unterscheiden müssen den reinen Erdungswiderstand und den Erdschleifenwiderstand. Kannst du mir da helfen? Ja, das setzt voraus, welches Prüfgerät wir bei uns haben. Denn wir können den Erdschleifenwiderstand mit jedem der Geräte prüfen, aber den tatsächlichen großen Erdwiderstand, wo wir mit 20 Meter Abstand die Messpunkte setzen im freien Feld, das kann nun mal nicht jedes genau, Gerät. Genau, da wissen wir. Sonde, Hilfserde oder Dreieck sogar. Ne? Genau. Wo müssen Sie den Erdwiderstand messen? Zum einen wird er immer noch gerne gemessen, wenn der Baustromverteiler gesetzt wurde und ein Stab, sprich Kreuzerder, geschlagen wird. Und vor allen Dingen der Fundamenterder am Gebäude, den sollte man immer nachweisen, denn der ist sehr, sehr wichtig. Denn wenn wir mit dem Pennlader in der Zuleitung ein Problem haben, freuen wir uns sehr an einen guten Erder, der an unserem Fundamenterder mit unserer Anlage verbunden ist. Genau, und dann ist es noch wichtig, a, einmal welche Netzform wir haben und b, es gibt die neue DIN 18014. Da spricht man nur noch von Erdungswiderständen. Dann geht es ja nur noch. Und das ist wichtig. Aber zeigen wir Ihnen gleich. Ein weiteres Merkmal, eine weitere Messung, die wir Ihnen gerne zeigen möchten, ist die Messung des Erdwiderstandes. Da ist es einmal wichtig, auf die Schalterstellung RE zu gehen. Und Sie haben zwei Möglichkeiten. Einmal, so wo das Batteriesymbol sehen, und einmal das Main. Das ist einmal, wenn wir über das Netz messen, dann haben wir den Erdungswiderstand netzbezogen. Und einmal, wenn wir den reinen Erdungswiderstand haben, dann haben wir einmal hier unten die Batterie. Das sieht man auch drauf, das ist der reine Erdungswiderstand. Und das kann man auch leicht nachbilden. Dann haben wir einmal die Dreipolmethode, einmal die Vierpolmethode. Wir haben einmal logischerweise die Methode, wo man mit zwei Zangen messen kann, Parkhäuser und sowas, gar keine Fragen. Und wir haben selbstverständlich einmal die Wenner-Methode. Das heißt, hier kann man Ohm pro Meter messen. Das heißt, hier könnte man rausmessen, was man für spezielle Erder braucht, wenn man zum Beispiel ein Trafohäuschen baut und so weiter und so fort. Aber das, was wir heute zeigen möchten, ist selbstverständlich die netzbezogene Erdungsmessung. Dann drücken wir einmal hier drauf und da sieht man schon, wenn man auf die Hilfe guckt, ah, wir haben unser Trafohäuschen vorne, wie wir es gewohnt haben. Das heißt, wir machen auch hier eine Schleifenmessung drüber und der Kollege wird ein bisschen drüben drücken. Wir haben einen automatischen Messbereich und er erklärt Ihnen kurz, was wir für verschiedene Messfunktionen haben. Aber ich denke, Jürgen, kannst du zwei Sätze zu sagen zum netzbezogenen? Ja, klar. Auch bekannt als sogenannte City-Erdungsmessung wird er gerne verwendet. Vor allen Dingen, wenn wir einen Fundamenterder in einem Gebäude messen wollen und müssten eventuell außerhalb des Gebäudes einen Erder setzen, wird das sehr schwierig möglich. Je nachdem haben wir nur einen komplett verschlossenen Boden um die Gebäude drumherum. Deswegen nutzen wir eben schon, wie der Herr Reuk das gesagt hat, die Funktion dieser City-Erdungsmessung. Wichtig ist, dass wenn wir über eine normale Steckdose jetzt messen wollen, haben wir das Problem, einen vorgeschalteten CDs erst sättigen zu müssen. Dies tun wir, wie wir es beim Schleifenwiderstand bereits getan haben, hier über diese Sättigungsfunktion. Und damit können wir nun auch über unser vorgeschalteten RCD diese Erdungsmessung tatsächlich tun. Wie schaut der Messaufbau aus? Sie müssen sich vorstellen, wir messen von hier über die Steckdose den Außenlader bis hin zum Transformator und vom Transformator zurück messen wir dann im Endeffekt den Erder. Wenn wir nahe im Gebäude sind, haben wir natürlich tolle Werte. Wenn der Transformator jetzt natürlich einige Meter vom Gebäude entfernt ist und wir wirklich das Erdreich messen, dann kann dieser Wert auch wesentlich höher sein. Deswegen gibt es hier nicht unbedingt einen Grenzwert. Klar haben wir hier stehen 10 Ohm, aber diese 10 Ohm, die hier stehen, das ist, möchte ich mal sagen, ein Richtwert. Wir müssen es tatsächlich in Abhängigkeit machen der Bodenbeschaffenheit und vor allen Dingen der Feuchtigkeit. Einem trockenen Sommer werden Sie niemals so schöne Werte zusammenbekommen wie in einem feuchten Herbst oder auch feuchten Winter. Da sind die Werte entsprechend besser. Wir starten die Messung an dieser Stelle.
In dem Fall ist es ganz wichtig, dass wir noch eine Sonde angeschlossen haben. Es gibt verschiedene Messverfahren, Jürgen, gell? Wir haben einmal ganz normal die normale Schleifenmessung. Wir können eine Sonde anschließen, die 10 Meter weg ist, ne? Zum Beispiel, das haben wir jetzt gemacht, damit wir einen Spannungsabfall mit reinnehmen. Wir können aber auch selektiv noch eine Stromzange anschließen. Das ist die selektive Erdungsmessung. Das heißt, das, was wir an Strom in die Anlage reingeben, an Messstrom, messen wir hinterher heraus, weil wir ja doch verschiedene Ströme der Anlage haben, Ableitströme und so weiter und so fort. Die müssen wir ja mit berücksichtigen. Und dann kann man die selbstverständlich mit der Stromzange natürlich rausrechnen. Und wir sehen auch den Wert netzbezogen. Da bewegen wir uns in ganz anderen Bereichen, weil wir ja im Netz unterwegs sind. Da haben wir Milliohm, die wir da messen, einen ganz normalen Erdungswiderstand, wie der Kollege schon gesagt hat, wäre dann viel, viel höher, da wäre man im Bereich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ohm. Oder wenn wir im Taunus sind, da sprechen wir nicht mehr von Ohm, da sprechen wir von Kilo-Ohm, je nachdem, wo man unterwegs ist. Aber das ist einfach mal ein kleines Beispiel, wie man so etwas tun kann, was es für Verfahren gibt. Also einmal die netzbezogene, einmal die spannungsbezogene. In dem Fall haben wir uns heute für die spannungsbezogene entschieden. Und wir sehen ja auch, wo wir messwert unterwegs sind.